Jetzt geht's ab. Yeah! Willkommen bei den Winterspielen. Jetzt geht's richtig rund. Ja, das Spiel heißt Winterspiele. Obwohl auf der Packung steht Wintersport Skispringen 2008. Skispringen Bonus Ski Freestyle. Ja, dann wollen wir uns dieses Spielchen nochmal gerade angucken. Mal gucken, ob wir sportlich sind, ob ich sportlich bin, was ich noch so drauf habe. Was machen wir denn? Fangen wir mal an mit dem Training. Mit dem Training. Aerials, normal, was auch immer das ist. Machen wir mal normal. Spieler 1. Ich bin natürlich Deutschland. Ach, Deutschland ist gar nicht vertreten. Nee, doch da. So. Spieler 1 heißt natürlich Kaius. So, und jetzt geht die wilde Fahrt los. Winterspiele. Kommen besonders gut im Hochsommer. Naja, Hochsommer kann man ja nicht unbedingt sagen im Moment, was bei uns draußen abgeht, aber stellen wir uns das mal einfach vor. Rein theoretisch wäre es so. Was steht da? Huch! Bitte die Aktionstaste drücken! Jo, was ist die Aktionstaste? Aktion. Aha, die Leertaste. Alles klar. So, ja, okay. Ah, ich muss Pfeile drücken. Was ist denn dieser Punkt? Ich habe keinen Punkt auf meiner Tastatur. Oder soll das die Aktionstaste sein? Ja, hier sehen wir Kaius, wie er mit der Nummer 357 wundervoll lenkt. Eigentlich lenkt sich die Welt um Kaius herum. Haltungsnoten, Weite, 323 Meter. Das war wirklich astrein von mir. Das Training ist gut gelaufen. Ah, das Replay. Ja, und da springt er die wundervoll animierte, texturierte Landschaft runter. Einfach ein Traum. Wundervoll. Wie er sich in die Landschaft schmiegt, der Schatten. Seht, er wirft Schatten. Das ist... Da an diesem Spiel sollten sich die Skyrim-Macher eine Scheibe abschneiden. Zum Beispiel im Hintergrund seht ihr diese Massen, wie sie da rumstehen und jubeln. Als wären sie schlecht mit Paint ausgeschnitten und dahin geklebt worden. Aber dafür gibt es komische Männchen, die im Wind wehen. Na. So, Kaius. Und jetzt geht's weiter. Wie oft muss ich das denn machen? Hoch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Hoch. Aktion. Hoch. Links. 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 Aktion. Perfekt. Boah, bin ich gut. Ja, guck mal, da kann ich auch jubeln. Die Gelenke sind richtig gesetzt an den Armen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Das sieht astrein aus. Ja. Punkte 128. Oh, guck mal, die Haltungsnoten sind viel besser geworden. Ja, zieh dir mal langsam die Skier aus. Oh, wie liebevoll er sie umarmt. Das Replay gucken wir uns nicht an. Das ist jetzt nicht so spannend. Wie oft soll ich das denn jetzt noch machen? Huch. So. Hä? Der ist ja gar nicht hingefallen.
Oh, kann man das auch beschleunigen? Super, auch die anderen Spieler sind alle astrein, astrein. Ja. Was steht da hinten? Frackfist. Funny Boards. Beastra Connecting. Irgendwelche fiktiven Firmen. Sag nicht, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Oh mein Gott, wie oft muss ich das denn jetzt machen? So, jetzt machen wir es mal ganz falsch. Ah, Mist. Ich habe es zum Teil richtig gemacht. Oh, kann man das nicht vorspulen? Das ist ja traumhaft. Traumhaft. Darf ich mal kurz was vorlesen? Hinten steht, leichte und intuitive Steuerung. Hey, immerhin habe ich mehr Punkte als eben gekriegt. Pass auf. Wisst ihr, was hinten auf der Packung noch draufsteht? Moment. Fantastische, hochentwickelte 3D-Grafik. Man hat es gerade an dem Stein links zur rechten gesehen. Ja, ja, da liegt er. Oh, da liegt er. Ah, und da schwebt er über das Eis. Was ist mit mir passiert? 0 Punkte. Warum? Aber das ist im Replay bestimmt besonders schön. So, nochmal achtet auf die hochentwickelte 3D-Grafik. Rechts der Stein. Super, der Himmel. Astrein. Ja. Und jetzt? Oh nein. Oh nein, es ruckelt. Ausgerechnet jetzt. Das müssen wir dann wohl wiederholen. Aber egal, man kann es auch so sehen. Gut, dann wäre das Training beendet. Disziplin wirklich beenden? Jawohl. So, das einzig Coole, muss ich sagen, ist hier die Musik. Yeah. Passt auf, die lassen wir uns nochmal gerade auf der Zunge zergehen. Headbang nicht vergessen. Okay, das war's. Oh, ich kann die Kamera mit C verändern. Das könnte auch noch interessant sein. So, spielen, Training. Machen wir jetzt mal normal groß. Was ist denn groß? Probieren wir einmal groß aus. Wir sind ja nicht zimperlich bei diesem Spiel. Ne? Es kann losgehen. Es kann losgehen. Und zwar jetzt. Jetzt. Was lädt das Spiel überhaupt? Realistische Soundeffekte. Ah, das ist jetzt die große Schanze? Oder was? Wow. Wie beeindruckend. Jetzt geht's aber los hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Da wird erstmal richtig schön über die Landschaft gefahren. Mit einem tollen Kameraschwenk. Und wieder hin und zurück. Kaius, gib alles. Schlecht. Gut, 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 gut. Sehr gut, schlecht, gut. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Aktion. Sehr gut. Boah. Ich bin wirklich gut. Ich könnte in Mittenwald mitspringen. Gibt es da nicht eine Schanze? So. Ja. Entschuldigung. So, dann probieren wir jetzt mal die Kamera aus. Ah, das ist die Kamera von der Seite. Von oben. Aha. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Man kann die Kamerasperspektive wechseln. Ach, guck mal, eine Schneeflocke soll das sein aus Gras. Das ist aber wirklich ein ganz und gar hochentwickelter 3D-Effekt. Gut. So, Training, Aerials. Ich weiß nicht, was Aerials sind. Probieren wir es doch mal aus. Gleich, wenn die hochentwickelte 3D-Grafik geladen ist.
Los, zeig uns, was du drauf hast. Bursche. Der Link sieht. Naja. Ah, das könnte schon vielleicht was interessanter sein. Ja, aha, das ist die Landschaft. Oh, da gibt es sogar Spuren im Schnee. Nano. Sprungauswahl. Back double full, double full. Back double full, double full, full. Oh, das hört sich gut an. Back double full, double full, full. Das nehmen wir mal. Eins. Ach so, danach kommt ein. Was kommt denn danach? Front lay, lay, lay. Oder? Nee, noch besser finde ich Back lay, nochmal. Back lay, half, layout, half. Weil ich mir darunter so viel vorstellen kann. Da weiß ich direkt, worum es geht. Und jetzt legen wir los. Und jetzt? Aktion! Oh! Huch, das ist aber schwer. Na, wie soll man das denn machen? Der landet auf dem Kopf und steht wieder. Ja. Ja, das habe ich ja super hingekriegt. Das gucken wir uns doch im Replay an. Okay. Ja. Oh, da sind ja Menschen, die sich bewegen. Machen wir erstmal ein Backlay. Vielleicht ist das am einfachsten. Dann machen wir ein Frontlay. Vielleicht habe ich mir einfach was zu Schweres ausgesucht. Aber warum kann ich denn hier die Kamera nicht ändern? Und jetzt Aktion. Runter. Hoch. Aktion. Ja. Das war schon besser. Jo, du bist der Held. Wie soll man denn bitte schön diese schweren Sachen schaffen, ha? So, ich denke, das ist auch beendet. Zurück zum Hauptmenü. Merkt ihr eigentlich, dass ich das Spiel ganz schnell beenden will? So, Training Arcade. Ach nee, Arcade wird das gleiche sein. Turnier. Nee, machen wir mal Hot Seat. Hot Seat hört sich interessant an. Aber was ist Hot Seat? Ich glaube, das ist alles das gleiche. Spieler 2. Ist der Karl-Heinz. Aber mit großem K, bitte. Mist. K. Ey, warum geht denn das nicht? K. Karls-Heinz. Ey. Heinz. So. Der Karls-Heinz kommt aus. Aus den USA. Der Spieler 3 heißt. Spacken. Der Spacken kommt aus Norwegen oder Finnland. Und der vierte Spieler heißt Ottokar. Und der Ottokar kommt aus Osterschweiz. Ja. Let's go. Jetzt können wir zu viert spielen. Schade, dass ich niemanden habe, der das mit mir zu viert spielt. Aber. Ich denke, man wird es mir nicht verübeln, dass ich keinen gefragt habe, mir euch heute diesen wunderbaren Abend mit diesem Spielchen zu verbringen. So, da jubeln die 1D-Figuren am Rand. So, ach. Tuh. Okay. Back double full, ne, back fumble, front full full. Gut, so. Und los geht die wilde Fahrt. Und Aktion, runter, links, rechts, hoch, runter, links, rechts, hoch, Aktion. Boah. Ich hab es geschafft. Kaios hat es geschafft. Nicht nochmal. Ach, der Karls-Heinz. The Backfuls. Komm hier, Karls, Dingenskirchen. Du kannst. Ich habe schon wieder vergessen, was er machen soll. Lassen wir den jetzt einfach mal fallen, oder?
Bing, bling, 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 bling. Puh, putsch, yes. Air and Form, Landung, yeah. Den gucken wir uns aber nochmal an, weil es so gut aussieht. Und mit einer anderen Perspektive, ja, die ist gut. Sehr gut. Und, patsch, er liegt da. Und da steht er wieder. Als wäre nichts gewesen. Aber jetzt lässt er sich theatralisch fallen. Ich sagte, es war eine Schwalbe. Pff, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ähnelt sich alles. Wir können mal Arcade machen. Arcade. Hm. Weiß nicht, ob sich da irgendwas ändert. Was ist denn am Arcade anders als am Training? Und das Turnier wird wahrscheinlich genauso sein. So abwechslungsreich. Winterspiel. Bitte Aktionstaste. Ja, ich habe es inzwischen kapiert. Auf geht's. Ja, okay. Na komm, dann machen wir das. Machen wir es mal so. Ach, da war wieder der hochentwickelte Stein. Yeah. Oh, das tut mir aber jetzt total weh. Ja, von allen Seiten. Da kommen die Paparazzi angeflitzt und knipsen. Zack, 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 zack. Da liegt der Stümper im Gras. Ne, im Schnee. Und los geht's. Ja. Na gut, das war... Oh! Arcade, hui, da steht ja was. Pass mal auf. Ich versuche es jetzt einmal richtig gut zu machen, okay? Jetzt gebe ich mir richtig Mühe. So. Mal gucken, ob ich es schaffe, die anderen zu besiegen. Der erste Sprung ist jetzt natürlich misslungen. Aber ich denke, da... Das kriegen wir auch noch hin, irgendwie, oder? Irgendwie kriegen wir das hin. Obwohl, naja... Ich kann die anderen jetzt auch nicht mehr einholen. Wo bin ich denn? Kaios ist immer noch auf dem letzten Platz. Theoretisch wäre ich inzwischen fast auf dem ersten Platz. Aber da der erste Sprung in die Hose gegangen ist, irgendwie... Ja, kriege ich das wohl nicht mehr hin. Deswegen fliehe ich. Puh, ja, gut. Freunde der leichten Unterhaltung. Highscore. Hm. Ah ja. Dänemark ist auf jeden Fall im Highscore vertreten. Das ist scheißegal, ob die Punkte haben oder nicht. Dänemark ist dabei. So. Option haben wir uns schon angeguckt. Kamera. Hoch ist jetzt runter. Runter ist jetzt links. Ne, komm, so Quatsch lassen wir. Spielen, ja, hier gibt es nicht mehr zu entdecken. Ich kann euch mal gerade noch was vorlesen. Passt auf, hört gut zu. Hinten drauf steht, nehmen Sie die sportliche Herausforderung an, in gleich zwei Sportarten. Gehen Sie in Skispringen und Ski-Freestyle auf die Jagd nach Bestmarken und messen Sie sich mit anderen Sportlern. Die hochentwickelte 3D-Technologie und realistische Soundeffekte bringen die Atmosphäre dieser Events direkt auf den PC. Mit der leichten und intuitiven Steuerung kommen auch Anfänger sofort zurecht und können bald der sportlichen Konkurrenz die Medaillen abjagen. Ich finde es auch gut, dass hinten drauf beworben wird, dieser Hot Seat-Modus. Kein Mensch weiß, was Hot Seat ist. Hot Seat-Modus. Was zum Teufel ist das? Und dynamische Replay-Kamera-Funktion. Also wenn ein Sportspiel schon mit einer dynamischen Replay-Kamera-Funktion werben muss, dann scheint da irgendetwas in der Entwicklung nicht richtig gelaufen zu sein. So, gucken wir mal als erstes hier drinnen. Da steht Deinstallation. Gut, das werde ich dann gleich direkt mal anwenden. Ja, ich hoffe, das Spiel hat euch viel Spaß gemacht. Wenn ihr möchtet, dass ich davon noch mehr spiele, von diesem Spiel, bitte behaltet es für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, was ist das denn? Ah, ne, die Credits müssen wir uns angucken.
So, diesen Leuten dürfen wir bitterböse Briefe schreiben, nämlich dem Holger Kuchling, das ist nämlich der Managing Director. Der Andreas Timmermann ist der Lead Programmer für die 3D Engine Programming, ist der zuständig gewesen. Jens Kortbeuer ist der Graphical Artist. Der Sven Simmeke ist auch der Graphical Artist. Das sind die ganz großen Künstler unserer Zeit. Ich kann mir eher vorstellen, dass dieses Spiel so ein Grundschul-Projektwochen-Resultat ist. Ich glaube nicht, dass die Leute da ernsthaft... Naja, oh, was haben wir denn? Track, Speed, Compose, bla 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 bla. On the track. Also das eine Lied, was hier gerade im Hintergrund läuft, hört sich ganz gut an. Special Greetings to Dagmar Mader, Sonja Schlemmer, Horst Nadler und Erika Nadler. Aha. Gut, die Nadlers sind vertreten. So. Okay, kein Wunder, dass ich dieses Spiel auf der Gamescom 2009 geschenkt bekommen habe. Nein, Moment, ich habe es geschenkt bekommen. Gewonnen. Ich habe es gewonnen. Genauso wie Bruno das Spiel. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ich denke mal, ich werde es hier in diesem Video jetzt verlinken. Guckt es euch an. Es war genauso super wie Winterspiele. Macht's gut. Tschüss.